Guten Morgen. Ja, es ist heiß. Einmal, zweimal. Wir haben jetzt gerade unsere allwöchentliche Freitagmorgen-Redaktionssitzung von eSports.ch, wo wir so besprechen, was wir in den nächsten 1 bis 2 Wochen so werden machen. Und jetzt habe ich noch gerade einen anderen Termin, und zwar hier bei Google. Ja, ich bin heute bei Google mal ein paar Sachen klären, bezüglich YouTube Schweiz und so weiter. Ich habe da gefunden, es muss ein bisschen etwas gehen, und jetzt habe ich einen Termin bekommen. Und jetzt schauen wir mal, was da so könnte laufen, könnte funktionieren, eventuell Neues könnte geben. Und schreibt mir doch unbedingt mal in die Kommentare, was ihr gerne bezüglich YouTube Schweiz gerne so ein bisschen würdet sehen. Mal schauen, ob wir da irgendwie eine Übereinstimmung haben, ob wir das alles machen können, wo wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn ich sage, YouTube Schweiz hat im Moment einfach nichts zu bieten. Ja, und da hinten wird irgendwie gerade etwas Innovatives besprochen. Und ich bin zwar viel zu früh, aber ich melde mich jetzt gleich mal an. Und vielleicht kann ich euch noch zeigen, wie es da drinnen so ein bisschen ausgeht. Das ist nämlich alles mega fancy. Ja, leider ist es strikt verboten, im Google-Gebäude innen zu filmen oder auch nur Fotos zu machen. Darum habe ich leider keine Aufnahmen. Aber ich kann euch sagen, es ist richtig cool. Genau so sollte eigentlich ein Arbeitsplatz aussehen, damit man ein bisschen kreativ arbeiten kann. Jedenfalls bin ich nach dem sehr erfolgreichen, fast 1,5-stündigen Meeting wieder zurück an ein anderes Meeting, das wir hatten, nochmal eine Sitzung für eSports. Und am Abend haben wir die Feierabend Games stattgefunden in unseren E-Studios im Frau Gerolds Garten. Das ist eine offene Veranstaltung für alle Gamer, die Lust haben, zum Beispiel PUBG auszuprobieren oder auch Overwatch. Der Freitag hat Overwatch stattgefunden, und es ist, also das, was ihr hier jetzt seht, es hat erst gerade angefangen gehabt, wenn überhaupt, glaube ich. Es ist sogar noch 10 Minuten zu früh gewesen, und die Leute, die kommen einfach, und es ist am Schluss noch Bums voll geworden. Dann bin ich aber nicht mehr dort gewesen, so, wo wir noch ein 10-jähriges Jubiläum haben gefeiert von der Firma. Und für das, dass eigentlich so unglaublich schön Wetter war den ganzen Tag durch, haben wir dann am Abend so richtig Pech gehabt. Wie ihr seht, haben wir ein unfassbares Glück mit dem Wetter. Es blitzt und donnert auch fast nicht. Und es schifft auch nicht rein. Bei unserem Kunden-Event. Das hat jetzt nicht gehört. Holy shit! Hey. Es wäre ja so schön hier. Aber das geht einfach gar nicht. Cheers, Bros! Cheers! Seid ihr schon? Holy shit! Oh, wie das! Am nächsten Tag, am Samstagmittag, bin ich übrigens mit meiner Mom Burger essen. Und es reicht nicht für den ganzen Tag, für das eigene Video, aber ich möchte euch den Burger nicht vorenthalten. Bitteschön.